guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, Snapchat, je nachdem, wann du einschalten tust. Maximilian ist schon wieder unterwegs zum Schwedenplatz. Am Dienstag findet nämlich der Release von den nächsten drei Yeezy-Farben statt, wieder V2, nur in der Soulbox und am Snipes im Schwedenplatz. Es ist wieder ein Raffle, das heißt, du kriegst ein Los, tragst deinen Namen ein, jeweils im Snipes und in der Soulbox. Und wenn dein Name unter Tausenden gezogen wird, dann gewinnst du nicht die Schuhe, sondern nur das Kaufrecht, die Schuhe zu kaufen. Letztes Mal habe ich ja Pech gehabt, aber dieses Mal hoffe ich, dass welche dabei sind für mich. Und da ist der Raffle, da werden wir uns gleich eintragen. Gut ausgefüllt ist es, du wünschst mir auch nochmal Glück. Schauen wir rein. Okay, Station 1 ist erledigt. Jetzt geht's zu Station 2. Soulbox Vienna. Und da sind wir schon. Station 2 für den Yeezy Raffle. Ja, klar. Gut. Der Vorteil. Da im Store darf man sich für alle drei Farben eintragen lassen. Also nicht so wie beim Snipes, nur für eine. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Wie man sieht, bin ich mega aufgedreht. Ich habe nämlich... Okay. Weißenberg Maximilian am Apparat. Maximilian, Soulbox Wien hier. Soulbox? Hallo? Ja, Soulbox Wien hier. Hallo? Die Farbe rot? Ja, habe ich gewonnen. Einfach morgen ins Auswärts kommen. Und du hast den ganzen Tag Zeit zur Weiterschaft. Aber nur bis morgen. Nein, richtig geil, danke. Tschüss! Fuck, wie arg ist das? Ich wollte euch gerade erzählen, dass mich Snipes angerufen hat, dass ich beim Yeezy Raffle gewonnen habe und jetzt ruft mich Soulbox auch noch an. Das heißt, ich habe zwei Paar Yeezy gewonnen. Ich hole mir morgen zwei Paar Yeezys ab und du bist dabei. Ich freue mich schon mega drauf. Zwei Stunden später. Alter, das ist so verrückt. Mich hat gerade Soulbox schon wieder angerufen. Ich habe jetzt mein drittes Paar Yeezys gewonnen. Geil. Also was soll ich sagen? Was soll ich da? Dann morgen. Da hinten kommt schon mein Bus. Mit dabei habe ich Kohle, 800 Euro und den Reisepass. Reisepass brauchst du mit, denn du musst dich ausweisen, sonst kriegst du die Yeezys nicht. Ich freue mich schon. Mein erstes Paar hole ich mir jetzt. Drei kriege ich an dem Tag. Los geht's. Gut, wieder mal Ankunft im Schwedenplatz. Jetzt habe ich noch ca. 50 Meter bis zum Snipes und dann hole ich mir mein erstes Paar. Gut, erste Station Snipes, rein geht's. Bin schon drin, alles Servus. Grüß dich Max, ich hol mir heute ein neues Paar Yeezy. Welche Größe, welche Farbe? 42 in grün. Dein Ausweis? Ja. Hab ich damit. Ausweis natürlich, muss alles kontrolliert werden, da geht ja alles mit rechten Dingen zu. Dankeschön, danke. Ich sehe schon da hinten. Da habe ich nur mal einen Sneak Peek, da stehen schon. Okay, da darf ich nicht rein. Wow, da hat er schon. Geil. Du bist ja 39, oder? Nein, 42. Hast du den falschen Bart? Also so schaue ich jetzt nicht mehr aus. Geil, dann schauen wir gleich mal rein. Okay. Ah, scheiße, ich werde sogar präsentiert vom Sniper. Das ist ja Ja, das ist schon richtig nice. Schauen wir schon mal. Ja, Geld am Tisch. Sagen wir es mal auf. So. Sackerl habe ich und jetzt geht's zum Soulbox, die anderen zwei Paare von. Danke Jungs! Ciao, servus. Tschüss! Ja. Tschüss, servus! Auf geht's, Station Nummer 2, Soulbox. Da unten ist schon einiges los. Hallo, yeah. Grüß euch! Die Glücklichen, man sieht sie alle mit dem fetten Grinser. Bist du da verantwortlich für diese Löffel? Bitte bei ihm. Ah, du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich. Bist du nicht vor der Kamera, oder was? Bringt mir jetzt meine Shoes. Beide Schuhe am Start. Ich war mega happy, wo ich angerufen worden bin. Wenn wir uns dann auch gleich anschauen. Ja,
einmal easy am Start. Da muss man ordentlich auspacken. Oh, die Leute. Ah, ja, schaut schon mal richtig nice aus. Verlasse Soulbox Vienna mit allen drei Paar Yeezys. Ich habe mir jetzt extra ein Taxi bestellt, weil das ist doch ein bisschen gefährlich, mit so viel Geld in der Hand durch Wien spazieren. So Leute, was geht? Ich bin jetzt schon zu Hause. Da haben wir dreimal Yeezy Boost am Start und wir werden uns jetzt die Unterschiede zum vorigen Modell nochmal genau anschauen. Gut, wir haben jetzt hier die zwei Modelle, die zwei neuen. Rechts daneben zum Vergleich Yeezy Season 1. Also man merkt hier schon farblich Unterschiede. Das Schwarz ist doch um einiges dünkler, weil wir hier graue Akzente bei dem Pirate Black haben. Man merkt auch von der Form her, die Lasche, die fehlt bei den neuen Modellen, die gibt es nicht mehr. Und auch hinten die Ferse ist weiter ausgeprägt. Unterscheiden sie sich natürlich auch im Absatz. Also man merkt hier im Vergleich, der Absatz bei den V2 ist doch deutlich höher. Und wie gesagt, die Ferse geht weiter nach außen. Ansonsten ziemlich nicer Schuh. Das ist auch das Modell, das ich mir behalten werde. Solar Red Stripe natürlich auch mörderisch. Ja, farblich wieder mal ein Highlight der neuen Yeezys. Auch von der Sohle her unterscheiden sie sich. Man merkt jetzt bei meinen, die sind natürlich schon etwas getragen im Vergleich zu den neuen. Das Sohlenmuster ist etwas anders, ansonsten ist alles gleich geblieben. Tragekomfort ist natürlich wie immer ein Wahnsinn. Also man geht auf Wolken. So Leute, das war's zu meinem Yeezy Raffle. Falls ihr euch fragt, was mit den Schuhen passiert, wie schon gesagt, das Paar werde ich mir selbst behalten. Das Paar bekommt der Krappi, der möchte mit KS Freak überraschen. Und das dritte Paar wird verkauft. Um 500-600 Euro, glaube ich. Weiß ich noch nicht genau. Ich gönne mir jetzt da im Hintergrund noch ein bisschen Bauer sucht Frau. Und dann war's das für mich heute. Auf jeden Fall liken, wenn es euch gefallen hat. Und niemals abonnieren vergessen. Bis zum nächsten Video. Euer Maximilian.